Wie ein Korallenriff im Aquarium, fast wie das Great Barrier Riff. Ja, aber diese Korallen, die hat Justin Harvey zu Hause in Geseke selbst gezüchtet, um das bedrohte Korallenriff vor Australien, also das echte, zu schützen. Und damit da eben nicht mehr so viele Tierchen herausgerissen und dann weltweit verschickt und verkauft werden. Justin Harvey bietet seine Korallen im Internet an für deutsche Aquarienliebhaber, die die bunte Vielfalt des Riffs auch zu Hause haben wollen. Traumhafte, bizarre Formen, eine faszinierende Welt unter Wasser. Justin Harvey hat sich sein eigenes Biotop geschaffen. Korallen sind seine Leidenschaft. Die Vielfalt der 40 Arten in seinem Aquarium zu Hause zieht ihn magisch an. Jede Koralle für sich sieht für den Laien einfach nur schön aus. Der Korallenfan kennt aber ihre Geheimnisse. Die Montipora-Platte ist besonders, weil sie in Indonesien bei Ebbe und Flut von den Eingeborenen als Sonnencreme benutzt wird. Also so gesehen wächst sie so groß wie das komplette Aquarium und wird dann einfach rausgebrochen und der Schleim dann klein gemacht und auf die Haut aufgetragen. Und das schützt dann vor UV. Dadurch wird die Koralle auch bei Ebbe und Flut halt geschützt. Der natürliche Prozess. Und das machen die Eingeborenen sich als zu nutzen. Als er bei seinem Taucherurlaub in Australien die Schäden an den Korallenriffen sah, entschied er sich, die Korallen selbst zu züchten. Der Korallenexport für Aquarien in alle Welt soll keinen Anteil mehr haben an der Zerstörung der Korallenriffe. Der Artenschutz ist mir doch sehr von Herzen, dass wir einfach die Korallen nachziehen können hier in Deutschland und direkt den Endverbraucher geben können, ohne lange Flugzeiten per Importstation, per Zoll, Frankfurt am Main geht das dann. Dann geht es nochmal über die Autobahn in mehreren Styroporkisten. Das hält sich dann über 48 Stunden, sodass verschiedene Tiere auch den Weg gar nicht erst schaffen ins Aquarium und verändern. Mit Ablegern wie bei Pflanzen züchtet er die Korallen und hat damit alle Hände voll zu tun. Die Korallen müssen intensiv betreut werden. Der Mikrokosmos muss exakt den Lebensbedingungen entsprechen wie vor der australischen Küste. Zum Beispiel muss er den Salzgehalt ständig kontrollieren. Das Reinigen des Beckens übernehmen zum Großteil seine Meerestiere selbst. Wir haben verschiedene, wir nennen es den Bodentrupp oder Putztrupp. Der besteht aus Seegurke, Seesternen und Schnecken. Und das ist der Biokreislauf, der sich eigentlich am Leben erhält, den wir versuchen am ähnlichsten nachzumachen von der Natur her. Wir versuchen wirklich am wenigsten nur den Abschäumer sauber zu machen und der Rest läuft eigentlich alleine. Seine Lieblingskoralle ist diese Steinkoralle. Sie wächst nur sehr langsam, 0,5 mm pro Jahr. Die Tierfütterung ist wohl für beide der Höhepunkt des Tages. Das wäre die Scolimera aus Australien. Gibt es da verschiedene Farben und ist eine LPS-Koralle. Das heißt, es ist ein Polyp und frisst wirklich kleine Krebschen und Fleisch. Aber wenn ein kleiner Krebs da reinfällt, wird er verschlungen. Einen weiteren Korallenfan im Haus hat Justin Harvey schon gefunden, seine Tochter Samantha. Justin Harvey hofft mit seinen Züchtungen, die Welt einfach ein bisschen bunter und besser zu machen.